Kulturgesellschaft Bad Schlema. Wir und unsere Partner sind auch in schwierigen Zeiten für Sie da. RTV Kompakt startet mit diesen Themen in die letzte volle Novemberwoche. Besonderer Fang, Entdeckung bei Abfischen in Thalheim. Besonderer Lauf, gutes Ergebnis für Erzgebirgshospiz Erlabrunn. Und besonderer Treff, Erinnerung an Bikertreffen in Augustusburg. Glück auf! Noch eine Woche müssen wir uns gedulden, bis wir das erste Türchen an unseren Adventskalendern öffnen können. Und in 5 Wochen ist Weihnachten auch schon wieder vorbei. Die jetzige Woche ist in Bezug auf Weihnachten eine richtungsweisende. Wir werden erfahren, was uns in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr weiter verwehrt bleiben soll und was uns möglich wird. Eins fällt aber beim Blick auf unsere Sendungen der letzten Tage auf: Trotz Corona-Jahr drängen sich jetzt die weihnachtlichen Themen nach vorn. Unser Nachrichtenüberblick. Nach und nach bekommen in den Erzgebirgsorten die zentralen Weihnachtsbäume ihren besonderen Platz. In Lößnitz wurde der Weihnachtsbaum am vergangenen Freitag aufgestellt. Zuvor gab es einen Schwerlasttransport durch die Stadt. Der wurde vom städtischen Bauhof und einem Fuhrunternehmen durchgeführt. Das Aufrichten erfolgte mit einem großen Kran. Der Baum stand vorher auf einem Privatgrundstück in Dittersdorf. Er hat eine Höhe von etwa 13 bis 14 Metern. Niedergebrannt sind in einer Gartenanlage in Oelsnitz-Erzgebirge eine kleinere Gartenlaube sowie ein angrenzender Geräteschuppen. Personen verletzten sich nicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2000 Euro. Kameraden freiwilliger Feuerwehren der Region und Polizeibeamte waren im Einsatz. In Thalheim wurde der Richter-Müller-Teich in der Stadtbadstraße vor seiner geplanten Sanierung abgefischt. Die Mitglieder vom Sportfischerverein zur Sonne Brünnlos und die Mitarbeiter vom Thalheimer Bauhof machten dabei manch besonderen Fang. Unter anderem kamen Reifen, eine Drohne, eine Waschmaschine und mehrere Baustellenabsperrutensilien ans Tageslicht. Der gefundene Müll füllte einen Multicar. Ein verrosteter Gegenstand beschäftigt sogar die Polizei, weil es sich um Munition handeln könnte. Die Fische, denen das Interesse eigentlich galt, wurden auf andere Pachtgewässer des Vereins verteilt. Der Bau am Richter-Müller-Teich soll bereits Mitte Januar 2021 beginnen und bis zum Juni 2021 abgeschlossen sein. Die Fahrbahnerneuerung der B180 vom Ortsausgang Thalheim bis Stolberg steht kurz vor der Fertigstellung. Die Freigabe der Strecke ist am 25. November gegen 14 Uhr geplant. Auf einer Länge von rund 4 Kilometern erfolgte die Erneuerung des Asphaltaufbaus, der Bankette, der Entwässerungsanlagen inklusive Regenwasserkanal, die teilweise Erneuerung des Amphibienschutzzaunes und der Leiteinrichtungen. Mit einem Gedenkstein hat der Erzgebirgszweigverein Geier im November vor 15 Jahren Karl Hans und Manfred Pollmer geehrt. Am 23. November 2020 jährt sich der Todestag des Heimatforschers und erzgebirgischen Mundartdichters Manfred Pollmer zum 20. Mal. Den Gedenkstein haben sich die Pollmers laut Erzgebirgszweigverein verdient, weil sie mit ihren Gedichten, Schnorken und Erzählungen in erzgebirgischer Mundart den Menschen viel Freude gemacht haben. Sie priesen das Erzgebirge und leisteten Beiträge zur Heimatforschung. Manfred Pollmer war Ehrenvorsitzender des Erzgebirgszweigvereins Geier, den er nach der Wiedergründung vor 30 Jahren insgesamt 4 Jahre vorstand. In Schneeberg verschafften sich unbekannte Täter über Nacht Zutritt in einen Supermarkt in der Zwickauer Straße. In einem Büro stießen die Täter auf einen Tresor. Den haben sie dann gewaltsam geöffnet. Mit dem Bargeld aus dem Tresor konnten sie flüchten.
Zur Höhe des Gesamtschadens liegen noch keine abschließenden Angaben vor. Es wird sich jedoch auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls laufen. Eine Bank und ihr Blick. Weit reicht der Blick von der schönen Aussicht übers Land. Diesen Aussichtspunkt findet man am Eisenweg zwischen Meinersdorf und Jahnsdorf. Von hier aus blickt man auf Jahnsdorf, Pfaffenhain, Neukirchen und Chemnitz. Auch der Schornstein vom Heizkraftwerk Chemnitz Nord ist von hier aus gut zu erkennen, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Ein Punkt zum Verschnaufen. Der Wanderer kann hier gut Kräfte tanken. Denn die schöne Aussicht bietet nicht nur ein schönes Panorama mit Blick weit übers Land. Es ist auch ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen und Radtouren in waldreicher Natur. So wie in den vergangenen Jahren mit vielen Startern im Gelände der Klinik in Erlabrunn gab es den Hospizspendenlauf für das Erzgebirgshospiz 2020 nicht. Dabei wollten die Veranstalter ihren 10. Hospizspendenlauf eigentlich zu etwas Besonderem werden lassen. Denn auch das Hospiz besteht das 10. Jahr. Die Corona-Pandemie hat einen Strich durch die Pläne gemacht. Dennoch wurde der Lauf zugunsten des Hauses Menschenwürde in Erlabrunn durchgeführt. Unter dem Motto »Jeder für sich, ein gemeinsames Ziel« war es einer auf besondere Art und Weise. Den Unterstützern war es möglich, ihren individuellen Lauf allein oder im Team zu absolvieren. Jetzt wurde eine erste Bilanz gezogen. Die gigantische Spendensumme von 40.167,61 € hat der 10. Hospizspendenlauf für das Erzgebirgshospiz Erlabrunn erbracht. Vor Ort wurde ein entsprechender Scheck an die Einrichtung übergeben. Das Ergebnis hat alle Erwartungen der Organisation übertroffen. Dazu Heidrun Ballmann, Geschäftsführerin Kliniken Erlabrunn. 20.000 Euro war so, wo wir gedacht haben, na, wenn wir das schaffen, dann sind wir wirklich zufrieden. Also ich war erstaunt, wo jede Woche mehr Geld eingegangen ist und dass 40.000 Euro geworden sind. Es hat uns wirklich maßlos überrascht und wir sind da auch allen Teilnehmern dankbar für jeden Betrag, der gezahlt worden ist und erlaufen worden ist. Schlussendlich war die Freude groß, dass so viele Läufer und Sponsoren den diesmal erstmals virtuellen Hospizlauf unterstützt und sich auf das neue Konzept eingelassen haben. Insgesamt waren 627 große und kleine Läufer aktiv beteiligt. Das heißt, sie sind gewalkt, gelaufen, geschwommen, gewandert oder geradelt. Ich möchte einfach an dieser Stelle wirklich meinen Dank zum Ausdruck bringen für große und kleine Teilnehmer, die dafür Sorge getragen haben, dass unsere Erwartungen bei weitem übertroffen worden sind. Und dieser 10. Spendenlauf ist ja in einem ganz besonderen Jahr. Nicht nur, dass Corona uns beeinträchtigt, sondern das Hospiz hatte ja auch im Januar diesen Jahres sein 10. Bestehen. Und insofern sollte dieser Hospizlauf was ganz Besonderes werden. Und Corona-bedingt ist ja auch etwas ganz Besonderes geworden. Und das Ergebnis natürlich auch. Kann ein virtueller Hospizlauf den richtigen ersetzen? Nein, ich glaube nicht. Der richtige Spendenlauf, da sind viel mehr Emotionen dabei, da ist Freude dabei, da ist Lachen dabei. Jetzt ist jeder für sich alleine gelaufen, vielleicht in kleinen Gruppen. Und wir freuen uns auch ganz sehr, dass sich so viele da aufgemacht haben. Aber es kann einen richtigen Spendenlauf nicht ersetzen. Ich glaube, er ist trotzdem gut angekommen. Vor allen Dingen freut mich, dass sich so Kindergärten, Schulen, auch Betriebe dazu
ein kleines Event gemacht haben aus diesem Spendenlauf und dort auch ihre Freude dabei hatten. Und ich denke auch, die Leute, die für sich privat gelaufen sind, haben das mit Freude gemacht und haben auch gewusst, für was sie da laufen. Seit Beginn des Monats ist eine wöchentliche Miniserie auf den Sendeplatz der Veranstaltungstipps gerutscht. Vielleicht sind Sie schon gespannt, worum es diesmal geht. Unter dem Motto »Gut gefahren« wollen wir ein Treffen von Oldtimer-Freunden, Motorradfahrern, Autoliebhabern und dergleichen erinnern. Denn auch diese Traditionsveranstaltungen sind in diesem Jahr Corona-bedingt oft auf der Strecke geblieben. Buchstäblich. Auch schon wieder abgesagt ist deswegen das 50. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg, das am 9. Januar hätte stattfinden sollen. Wir haben deswegen einen atmosphärischen Beitrag aus dem Jahr 2017 von unseren Kollegen von Kabeljournal Röhrsdorf rausgeholt. Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute hier in Augustusburg und begrüßen Sie recht herzlich beim 46. Wintertreffen der Motorradfahrer. Sie sehen ja, es schneit, es ist ordentliche Winterstimmung und wir werden uns jetzt hier ein wenig mit der Kamera umschauen und nehmen Sie mit. Ja, liebe Zuschauer, also wie es aussieht, haben wir einen Gast auch hier, der aus Großbritannien kommt. Mal sehen, ob wir den Eigentümer dieses Gespanns hier finden. Hi Charlie, I heard you come from England. That's correct, yes. Yes. And your visit here in Augustusburg, did you come with the airplane or? Nein, mein Motorrad mitgespannt. Yes. Und 1000 Kilometer, zwei Tage, kein Problem. So, nun hätte ich gern noch gewusst, wo die anderen Biker so überall herkommen. Andreas, ich habe gehört, du kommst von weiter her hier nach Augustusburg. Von wo kommst du genau? Ich komme oben von Mecklenburg, Schwerin-Hagenow, die Ecke da. Okay. 425 Kilometer bin ich mit meiner AWO 425S gefahren. Wow. Ja. Und wie war es jetzt hier mit den Temperaturen auf der langen Reise? Also ich habe es mir eigentlich kälter vorgestellt. Weil es ja zum Wintertreffen meistens so 10, 12 Grad minus sind. Geht eigentlich, angenehme Temperaturen und Straßen fast frei. Also war ein gutes Fahren hier, hat echt Spaß gemacht. Ne? Du bist hier relativ aus der Nähe, wo kommst du her? Chemnitz, gleich um die Ecke, 9 Kilometer. Okay, und bist du mit dem Motorrad hier oder hast du geschummelt? Nein, Solo-Motorrad ohne Beiwagen, wirklich mit km/30 hier einen Berg hochgefahren. Okay. Aber ist ja Wintertreffen. Genau. Und wie gefällt es dir hier? Super. Durch den Schnee ein bisschen wenig Leute insgesamt da, aber lange Anfahrten sind natürlich ein bisschen schwierig, aber richtig schön. So, unser Rundgang auf dem Schlosshof ist erst einmal beendet und wir suchen uns jetzt mal die richtig harten Jungs, die hier draußen an der Burgmauer campen. Also ich glaube, wir müssen erst mal einen Zwischenstopp einlegen. Du hast uns so schön gewunken. Ja, das ist der beste Glühweinstand hier, haben wir festgestellt, echt? Ja. Das ist gut zu wissen, ja. Also echt. Kriege ich dann eine Einladung hier zum Glühwein noch? Wenn wir zwei jetzt gleich gehen. Okay. Hier, na los, ich hab Portemonnaie hoch. Raus. Und los. Sparen wir zwei Johannes mehr. Fips. Von Kameramann bestimmt auch hin, ne? Prost. Prost, Gemeinde. Ich hab meinen hier drüben stehen. Lasst es euch schmecken. So, Uwe, danke nochmal für den Glühwein. Kein Problem. Ja, ist wirklich total lecker. Und wann macht ihr wieder nach Limbach zurück? Jetzt gleich. Okay. Dann wir müssen, leider. Guten Heimweg. Danke. Und danke. Und dann Prost. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Uwe, mach's gut. So, und nun auf zu den Wintercampern. So, wir sind jetzt hier an der Burgmauer angekommen und hier oben sind ein paar Häuschen von den Campern. Gucken wir uns jetzt mal an. Das hier sieht hier ganz nach Charlie aus. Mal gucken, was die gerade so treiben. Mensch, Charlie, da bist du ja wieder. Machst du hier gerade Tea Time? Yes. Yes. Okay. Pardon? Yeah, yeah, yeah. It's just pouring a perfect English beer. And in a perfect German day. Wow. Also Charlie, es sind natürlich noch eine ganze Menge andere Camper hier, die eine sehr weite Anreise hatten.
Wir haben gehört, ihr seid aus Viersen. Richtig. Wo liegt das denn nun eigentlich? Düsseldorf, Venlo, holländische Grenze. Okay. Und wie lange wart ihr unterwegs bis hierher? Wir sind am Donnerstag um 14 Uhr losgefahren und waren um 21 Uhr hier. Dieses Jahr zählten nun doch ein paar Biker weniger an der Schlossmauer. Einige hatte nämlich Sturmtief Egon zur vorzeitigen Abreise gezwungen. Die Jungs und Mädels aus Ostsachsen sind aber geblieben. Zwei Wände kamen immer näher, aber ich war zu dick, die haben mich nicht weggekriegt. Wintercampen verlangt natürlich einiges an Entbehrungen ab. Aber auf Smartphone verzichten wollen selbst die härtesten Jungs nicht. Ja, wir haben ja immer hier irgendwelche Kunden mit, die müssen ja immer online sein. Dann werden immer Bilder hin und her geschickt und dann merken sie, dass hier Akku alle ist. Und dann gibt es noch solche Kunden, die dann irgendwas zusammenknippern hier, damit noch einmal das Handy wieder geladen werden kann. In der ganzen Technik haben wir ja hier noch was Leckeres entdeckt. Was ist das? Naja, wir sind hier Liebhaber des schottischen Whiskys und abends wird dann ein oder zwei, manchmal auch drei oder vier kleine Becher getrunken. Schauen wir mal, was die anderen hier noch so mitgebracht haben. Ich habe einen Weihnachtsbaum an der Etze hinten rangebunden und bin von Kamorgstadt mit dem Weihnachtsbaum ein bisschen hergefahren. Echt? Ja. Den musst du mir nachher gleich noch zeigen. Oh, die steht ja richtig gut. Liebe Zuschauer, mal fix das Kostüm gewechselt und jetzt geht's weiter. So, ich bin jetzt mal wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Aber hier sind echt harte Jungs, die hier gerade abtauchen. Vom heißen Wasser nun zum heißen Essen. Wir haben hier eine Dessauer Nudelpfanne. Dessauer Nudelpfanne darum, weil wir aus Dessau sind, ist klar. Kalte Füße Dessau. Ja. Und Rezept ist einfach nur Nudeln, Jachtwurst, Zwiebeln, eine Portion Liebe und dann schmeckt das super gut. So, also liebe Zuschauer, ich brauchte bei dem ganzen Trubel hier erstmal ein stilles Örtchen und ja, nun geht's weiter. Dass man das stille Örtchen nicht unbedingt zu Fuß aufsuchen muss, habe ich hier nun auch gelernt. Dieses Fahrzeug dient dazu, vom Zelt zur Toilette zu kommen, sage ich mal. Deswegen das, ist das Dixie-Bike, weil die Wege manchmal zu den Toiletten etwas weiter sind. Ein bisschen Wegzehrung kann man dann hier vorne reinpacken und unten haben wir einen kleinen Whisky noch. Und ich sehe gerade, eine Notfallausrüstung ist ja hier auch noch dabei. So, jetzt sind wir nach unserem Rundgang wieder auf dem Schlosshof angekommen und wir verabschieden uns heute hier vom 46. Wintertreffen der Motorradfahrer, weil auch wir noch ein kleines bisschen feiern gehen wollen. Tschüss! 2017 gab es im Januar ja richtig Schnee. Mal sehen, was uns in diesem Jahr für ein Winter erwartet. Für Prognosen zu weißen Weihnachten ist es aber noch viel zu früh. Morgen erwartet Sie hier unter anderem einen Bericht vom Pyramidenaufbau in Lösnitz. Und das war ERZ-TV Kompakt am 23. November. Bis morgen, wenn Sie wollen. Glück auf! Denkst du immer, dir passiert das nicht. Dir passiert das einfach nicht. Man ist jung, man denkt irgendwie auch, man sei unsterblich. Und dann kommt die Keule und schießt dich so aus dem Leben raus, ja. Dass ich auf einer Intensivstation lande, da hätte ich niemals mit gerechnet. Diese Hilflosigkeit, keinen Ausweg zu haben, kenne ich eigentlich nicht. Und dann kommt die Angst natürlich, klar. Du denkst an die Familie, du denkst, da habe ich echt ein Trauma. Mein Papa war einfach ein guter Mensch, herzensguter Mensch, war für jeden da. Ich weiß, dass ich jemanden angesteckt habe und dieses Gefühl, das ist furchtbar. Der erste hat ein bisschen Fieber, der zweite ist im Krankenhaus und der dritte liegt halt am Friedhof draußen und das will keiner. Der Moment des Aufwachens war einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Und wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. Corona kann einen schweren oder tödlichen Verlauf nehmen. Schützen Sie sich und andere.
Ja, so langsam wird's Weihnachten. Das Fest nicht nur für die Kinder, auch für die Großen. Ja, die mit Maske. Und auch für die Haarigen unter uns. Sie haben noch Angebote? Na, das ist doch Ihre Chance. Werbung bei ErzTV. Das ist wirksam, reichweitenstark und nicht zu übersehen. Und günstiger als Sie denken, auch in maßgeschneiderten Paketen. Für Ihre Angebote und Ihre kontaktfreien Weihnachtsgrüße. Darum schnell noch Ihren Spot buchen. Fürs Fernsehen, für Online und für Social Media. Mit ErzTV und Ihrem Spot kommt's an.